Herzlich willkommen zum 17. Orgel-Podcast. Heute steht er wieder für Offenbach und unser Gast ist zwar nicht aus Offenbach, aber im Moment ist er hier in Offenbach und er wird auch gleich etwas von Isaac Offenbach singen. Nicola David ist jüdischer Kantor in München an der liberalen Gemeinde Bet Shalom. Und er wird gleich selber etwas auch zu den Stücken mit Orgel begleitet, die wir gestalten, sagen. Zunächst aber hören Sie ein Nigun, das ist ein Lied ohne Worte von Isaac Offenbach. Beim 15. Podcast hatte ich ja von Jacques Offenbach ein Orgelstück gespielt und auch schon etwas erzählt, warum Jacques Offenbach Offenbach heißt. Nun also hören Sie wirklich ein kleines Stück, welches wir auch erst im letzten Jahr wieder ausgegraben haben aus einem amerikanischen Manuskript oder einem Manuskript von Isaac, welches jetzt in Amerika liegt, ein Nigun, ein Lied ohne Worte, das wird einfach auf Dai 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 gesungen von Isaac Offenbach, im Grunde einem Vorgänger auch von dir, Nicola. Dai 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 Die Sie werden jetzt in der Begleitung mit der Orgel zwei Stücke aus der jüdischen Liturgie hören von Emanuel Kirchner. Emanuel Kirchner war sehr lange jüdischer Kantor in der größten Synagoge an Marx-Herzog-Straße in München bis zum 1938. Sie werden zwei Stücke von ihm hören, Tzadik HaTamar, ein Teil des Psalmes 92 und Mechalkel Chaim Bechesed, ein Teil aus der Amida, der Hauptgebet zu dem Abend- und Morgengottesdienst. Yeah.
Sohn.